Meister gerade, wenn man vornehm war und noch sein Gefolge dabei hatte, dass man einen Boten voraussendet. Der Bote musste dann ein Signal geben und ankündigen, dass eine ganze Gruppe Reisender kommen würde und dass man keine Angst vor ihnen haben müsse. Weil damals, da waren die Wege zwischen den einzelnen Städten und Dörfern und Burgen weit. Und man wusste nicht, ist es Freund oder Feind, der kommt. Es gab kein Telefon und auch keine Briefpost, wo man mal schnell einen Brief hinschicken könnte. Einer musste einen Boten senden. Nun war der Kaiser unterwegs. Und der sendete auch seinen Boten, ein Herold, in auch einem edlen Wappenrock, wo das Wappen des Kaisers darauf war. Ein schwarzer Adler, golden Gurt. Er ritt auf seinem schönen Pferd. Und vor seinem Wappenrock war es so kühl und regnete schon nass und windig war. Das war kein schöner Weg. Er war froh, als er endlich die Burg gesehen hat. Da stand auch die Wache davor. Und er hielt erst innen einige Abstand davor und gab ein Signal. Und meldete dann den Wachposten: Ich bin der Herold des Kaisers und möchte ankündigen, dass der Kaiser mit seinem ganzen Gefolge diese Burg mit seinem Besuch beehren wird. Kann ich dem Burgherrn diese Nachricht auch übermitteln? Ah ja, geht nur herein. Der Burgherr ist bei dieser Kälte und Nässe dort im Dampfbad mit der Burgherrin und all den Gefolgen. Geht nur über den Platz herüber, geradeaus die Türe. Na Dank, sagt der Herold und bindet sein Pferd vorne am Tor an und geht dann über den leeren Burgplatz und macht sich so seine Gedanken. Der Burgherr und die Burgherrin von edlem Geblüt sitzen nun dort im Dampfbad und haben keine Kleidung an, weil ins Dampfbad geht man immer nackt, wie Gott einen schuf. Und ist es höflich, in vollem Gewand in das Dampfbad hineinzugehen, wo Herr und Herrin sitzen? Nein. Und so entkleidete er sich auf dem Burghof, bis er selber nackt und los war und arg froh bei dem Wetter. Und so ging er schließlich in das Dampfbad hinein und machte eine tiefe Verbeugung und stellte fest, das Bad war leer. Herr und Herrin waren schon längst wieder im Palast, im Thronsaal. Ja, macht ja nichts. Es war ja keiner auf dem Hof. Und so drehte er sich um und ging zu seiner Kleidung, um sie wieder anzuziehen. Und da plötzlich aus der Ecke kam ein großer Hund herbei mit solchen Zähnen und lief auf ihn zu und stellte sich ausgerechnet über seine Kleidung. Und kam näher. Ach du lieber Himmel, wo jetzt hin? Und schon lief der arme Herold los und der Hund hinter ihm her. Schnell, eine Tür, irgendwohin fliehen. Da ist eine Tür, eine große Tür. Und er ging hin und machte die Tür auf, drehte sich um nochmal den Hund abzuwehren. Und mit seinem nackten Hinterteil voran grüßte er damit die Burgherrin und den Burgherrn. Was ist denn das? So eine Unverschämtheit, bringt mir diesen und holt gleich einen Stock, damit ich ihm sein Grußgesicht ordentlich bläuen kann. Schon griff das ganze Gefolge zu den Waffen, Schwerter wurden gezogen und alle rannten auf die Tür zu. Der arme Herold, was jetzt tun? Dort der Hund, da hinten die ganzen Soldaten und Ritter, alle bewaffnet. Na, da war der Hund weniger gefährlich, den Hund beiseite geschubst und über den Hof gerannt. Oh je, und es war eigentlich sehr kühl, aber ihr Hund ganz schön heiß. Der Hund hinter mir, die ganzen Soldaten hinter mir, zum Tor gerannt und aufs Pferd gesprungen war eins. Und dann ging's los. Schnell mit dem Pferd weg und alle hinterher. Alle gingen zu den Ställen. Schnell wurden die Pferde geholt und aufgezäumt und dann war die wilde Jagd zu Gange. Der arme, nackte Bote voran, das ganze Gerdeburg hinten rein. Da staunte der Kaiser nicht schlecht, als er seinen edlen, gut gewandeten Herold losschickte und einen nackten Boten zurückbekam, der höchster Not an ihm vorbeigaloppierte. Als dann aber noch das ganze Gerdeburg hinten dran kam, da staunte er wirklich nicht schlecht. Aber der Burgherr sah den Kaiser und hielt sein Pferd, machte eine tiefe Verbeugung vor dem Herrn und sagte: Wie kommt es, dass ihr gerade in der Nähe seid?
Nun, ihr habt gerade meinen Boten verfolgt. Ach, und so wurde der Irrtum aufgeklärt. Und man hat noch lange gelacht über die Geschichte von nackten Boten. Und schließlich hat der Stricker sie 1230 aufgeschrieben. Und bis heute wird sie erzählt, zum Beispiel vom Knutzen Hopfen 2013.